Um in der neuen oronischen Obrigkeit zu Einfluss zu gelangen, scheint es notwendig zu sein, sich der Kirche der einen und einzigen angeschlossen zu haben. Während das normale Volk der Laienmitglieder als eine Herde von Nutztieren betrachtet wird, gibt es eine Einweihung in die Mysterien des Kultes, die aus den Eingeweihten zwar noch keine Priesterin machen, sie aber auf eine Stufe heben, in der sie als vertrauenswürdig gilt und daher mit Verwaltungsämtern, einem Offizierspatent oder ähnlichem betraut werden kann. Im Brief der Azila von Alabat, Hochgeweihter zu Zorgan. Ein wichtiges Element in der neuen Kirche der Belkuleel, der deutlich zeigt, wie sehr die Prinzipien der Herrenreihe hier pervertiert werden, ist die Lehre von der Zähmung der Wildpferde. Wo in der Kirche der Herren, Raya, die schöne Stute Sulva und der Hengst Tarwun als Gefährten der Göttin gelten, wild und zügellos wie die Herren selbst, spricht der Kult der Belkuleel von der Notwendigkeit, die unbeherrschten Pferde zu brechen, zu unterwerfen und zuzureiten, bis sie gehorsam und unterwürfig sind. Paralysin von Borbra. Sulamin, du hast deinen Brief bekommen. Ein Beilunker Reiter brachte ihn dir, kurz bevor ihr zum Pfauenpalast aufgebrochen seid. Du warst sehr still und hast über die Informationen nachgesonnen. In Gedanken vertieft hast du nicht wirklich mitbekommen, wie deine Gefährten vor dir durch das Atrium gegangen sind und im Thronsaal verschwanden. Du stehst jetzt alleine mit Hasim und Serpentilio, die noch an deiner Seite verharren. Um dich herum stolzieren fünf Pfauen und ein Strauß, der gerade von einem Ferkiner einer Rayani präsentiert wird. Einige Wachen stehen gelangweilt im Innenhof und ansonsten ist hier im Atrium weniger los. Allerdings kannst du schon einige Geräusche aus dem Thronsaal vernehmen. Huch, wo sind denn die anderen so plötzlich hin? Ich bin nicht sicher. Waren sie nicht gerade eben noch in der Nähe? Hoffen wir einfach, dass sie sich selbst nicht in Schwierigkeiten bringen. Sie sind dort hinten im Thronsaal verschwunden. Nun, dann sollten wir ihnen wohl folgen, oder? Dort scheint das Fest stattzufinden. Ja, warum nicht? Schließlich soll dies auch der einzige gangbare Weg sein, wie man uns sagte. Darf ich fragen, warum ihr so still seid, Sulamin? Ihr habt die letzten paar Stunden wenig gesprochen. Nun, euch würde aufgefallen sein, dass man mir einen Brief überreicht habt. Euch zumindest, wenn auch nicht den anderen. Das habe ich mitbekommen. Hat er euch so sehr aufgewühlt? Wir könnten ein paar Probleme haben. Aber sie betreffen nicht die jetzige Situation im Palast. Es betrifft eher die Situation in Janka. Aber lasst uns später darüber sprechen. Ja, konzentrieren wir uns auf die Aufgabe, die vor uns liegt. Ja, wenn ihr dann dem Inneren folgt, in den Thronsaal einbiegt, wo ihr einen gewaltigen Thron eben erkennen könnt, auf dem wohl einst andere Sultanas gesessen haben, vielleicht sogar Dimyona selbst. Ein gewaltiger Skorpionschwanz, der wohl über den Thron hinüberragt und ja, die darin sitzende Person dann aufragend bedroht. Überall im Raum sitzen oder liegen bereits betäubte Gestalten, im Drogenrausch erlegen, aber auch andere, die noch seltsam apathisch daneben stehen und auf eine Schleiertänzerin blicken, die wohl gerade die ersten zwei, drei Schleier enthüllt hat, beziehungsweise fallen gelassen hat und nach immer mehr von ihrer nackten Haut zeigt. Einige Kappas flöten, die gespielt werden und es riecht wieder nach diesem Kaktus, nach diesen Drogen. Ich sehe mich mal um, ob ich Leute sehe, die ich kenne. Also du kannst eine ganze Menge erkennen, vor allem auch die beiden Rayanis, die du draußen am Tempel schon bereits erblickt hattest. Das muss Asaban sein, der wohl auch Auserwählte von der Göttin ist. Und die andere Rayani, die du auch als Tempelherrin entdeckt hattest. Auch wenn der Tempel seit einiger Zeit nicht mehr steht, aber sie schaut zumindest nach dem Aufbau. Shania Shaya. Ich gestehe, ich fühle mich dem Anlass unangemessen gekleidet. Nun, ich denke, wir werden uns ein wenig am Rand der Festlichkeiten halten. Und hoffen, dass niemand zu genau hinsieht, wer oder warum wir hier sind? Nun, wir wollten uns ja das Gebäude ein wenig näher ansehen. Ihr hattet vermutet, dass ein Zauber darauf wirkt. Vielleicht, wenn wir uns ein ruhiges Plätzchen suchen?
und ihr riskiert einmal einen Blick? Ja, warum nicht? Nun, erst einmal müssten wir den Effekt aufspüren, wenn er denn existiert. Bis jetzt ist dies alles Hörensagen. Nun, dann lasst uns doch einmal eine der Seitentüren nehmen und sehen, ob wir wieder im Thronsaal herauskommen. Selbstverständlich doch. Dann Serpentilio packt sie dann mit der Hand und es geht gerät wohl, ausgerät wohl aus der erstbesten Nebentür heraus, die nicht, die ist durch die wir kamen. Ja, also es führen ein paar Türen von hier aus ab, wenn ihr euch auch umblickt. Die anderen Helden könnt ihr nicht erkennen. Also die sind zwar in den Thronsaal hier reingelaufen, aber die stehen hier nicht. Ihr könnt noch eine zweite Person oder eine dritte Person wohl erkennen, die Zulamin ins Auge fällt. Der Mondsilbervisier von Elborum ist hier, Salamon ibn Dafar, auch den kannst du erkennen. Und er hält sich wohl gerade mit der Sultana, die ihr selbstverständlich auch kennt, auch Iphemia ist selbstverständlich anwesend. Mhm. Sehr seltsame Feier, denkt ihr nicht? Beides keine Person, die ich unbedingt treffen möchte. Ich verstehe. Wir scheinen unsere Kameraden verloren zu haben. Ich schlage also vor, dass wir... Ventino wendet sich um nach... Hassan. Um nach Hassan zu suchen und merkt dann, dass er schon direkt hinter ihnen steht. Ah, ja, genau. Dass wir uns nicht voneinander entfernen, ehe wir uns noch weiter zersplittern. Dies könnte... Genau. Ich werde an der Seite von Zulamin bleiben. Sag ich doch. Ich auch. Und dann wissen wir ja, wo wir sind. Oder sein sollen. Hier entlang? Hier entlang. Und dann, wie gesagt, geht es in... so lange durch irgendwelche Seitentüren oder Gänge hindurch, wie wir A natürlich gehen können oder B, bis wir das Gefühl haben, uns verlaufen zu haben. Ja, durch den ersten Raum könnt ihr gehen. Werdet ihr wohl in sowas wie einem kleinen Empfangsraum stehen bleiben. Also ein kleiner plätschernder Springbrunnen, der dann hier entsteht. Und an dessen Rand wohl noch zwei, drei Wachen sitzen, die sich da wohl gedämpft unterhalten und irgendwelche Gerüchte austauschen, euch aber auch wohl gar nicht zu beachten scheinen, wenn ihr dann einfach in diesem Raum auftaucht. Könnt dann dran vorbeigehen, zwei, drei Türen, die von hier auch abgehen, könnt dann eine beliebige nehmen und steht dann in einem Zimmer, in dem wohl mehrere Bilder hängen. Ein Atelier. Kurios. Wenn wir hinter uns schauen, sehen wir dieselben Räume, aus denen wir gerade gekommen sind? Ja. Ich betrachte die Bilder. Verschiedene Kunstwerke aus verschiedenen, ja, Ländern. Du kannst tatsächlich auch das erste erkennen, das muss wohl von Eldan Gorbas gezeichnet sein, also ein Vermögen kosten. Irgendwie eine Szenerie Zorgan, möchtest du meinen? Also zumindest der Palast, der da abgebildet ist, legt das nachher. Und wenn du dann weitergehst, sind da wohl auch einige Rottöne dabei, rajanische, naja, also ja doch. Also zumindest wurde mit Rosenblüten gearbeitet und viel mit Rot. Also das Bild riecht auch nach Rosen, ganz interessant, eine Orgie, die wohl dargestellt wurde. Und bevor du es dir noch weiter betrachtest, fällt dir wohl ein Bildnis aus, was wohl in den Stein gearbeitet wurde und dann hier dem Ganzen entspringt. Und das ist das Bild, was du schon kennst. Ein Magier, so sieht es wohl aus, ein Prediger, der vor einer betenden Menschentraube predigt, vor einer großen weißen Stadt, gehüllt in einen Schleier und einen Gürtel, den er umgelegt hat. Ah, exzellent. Jetzt könnt ihr es auch einmal selbst betrachten. Dieses Bild scheint ein Gegenstück zu jenem zu sein, was im Blauen Palast in Janka sich befindet. Ich denke, hängen ist das falsche Wort. Es scheint auf die Wand gemalt zu sein. Ein kurioses Werk. Nun, die Frage ist, ob auch in diesem ein Splitter seines Schöpfers steckt. Wenn es in irgendeiner Weise magisch wäre, ließe sich das sicherlich herausfinden. Gib mir einen Moment. Serpentino stellt sich hin und betrachtet relativ für die Verhältnisse eines Boltags oder so relativ lange durch die Linse seines Zauberstabs das Bild und möchte einen... Gott, ich bin so schlecht, dann hätte ich mal hier den Zauber vergessen. Oder Arcanum, danke. Oder Analyse, ja. Oculus Astralis. Bitte, Hellsicht ist für Nerds, deswegen kann ich nur den Odem, den ich gerade nicht finde. Ich lasse mir natürlich Zeit.
und möchte nur das Bild betrachten. Als Gesamtobjekt halt. Das Bild eben. Das dauert natürlich trotzdem nur ein paar Aktionen, aber genau. Das Bild ist schwach magisch, würdest du meinen. Das größte Glühen geht wohl von der Person selbst aus. Verschiedene Merkmale, die du daran erkennen kannst, wohl auch temporal, wieso auch immer. Und du bist der Meinung, dass wohl an dem Stein, vor der die Person steht, besonders scharfe Kanten, als ob da wohl gerade Blut eingesogen wird, also Sirkayan, was dir da wohl in deinem Odem auffällt. Auf jeden Fall ist das Objekt magisch, Kapitania, sagt Serpentino, während er sich etwas paranoid über die Schulter schaut. Was auch immer hier wirkt, scheint in der Mitte stehenden, in dem Fokus stehenden Person zusammenzulaufen. Wenn ich darüber nachdenke, die Komposition des Bildes scheint auch dazu geeignet zu sein, Kraft in jener Sprecher zu legen. Was genau die Wirkung ist, kann ich euch nicht sagen. Lasst mich nur eine Sache ausprobieren. Dürfte ich wohl. Er deutet auf Hassans, ich nehme an, hat irgendwie einen Dolch am Gürtel oder so. Ja, hat er. Also, ihr wurde zwar entwaffnet oder auf Waffen durchsucht, aber so etwas wie ein Ritualdolch, der wird den Wachen zumindest nicht weiter gefährlich werden, also den durfte er behalten. Ja, also Serpenti deutet da gerade drauf und schaut irgendwie zwischen ihm und Sulamin hin und her. Was habt ihr vor? Wenn ihr ihn haben wollt, nehmt ihn. Danke. Nur deine Kleine piekst sich in den Finger und tritt dann an das Bild heran. Idee. Und reibt so ein Tropfen seines Blutes mit dem Daumen auf den Stein im Bild. Ja, wenn du drüber fährst, wirst du auch bemerken, dass der Stein, so wie er gearbeitet ist, wohl selbst scharfkantig ist. Und zusätzlich zu der Schnittwunde schneidest du dir wohl weiter ins Fleisch. 1W6 plus 2 Schadenspunkte. 1W6 plus 2? Messer ja, durch den, machen weniger Schaden. Durch den Dolch und ja, dann klar, zusätzlich die Steinoberfläche. Ich meine ja nur, das ist spicy. Man sollte sich nicht mit Dämonenbilder einlegen. Ich habe jetzt noch, das ist mein Job, ich habe jetzt noch 19 LEP. Das war eine schlechte Idee, Mudares. Passiert denn etwas? Also du kannst sehen, dass das wohl Sirkayan wohl an dem Bild hängen bleibt. Sulamin kann mit ihrem Auge aber auch nicht erkennen, dass das Blut von Serpentilio an dem Stein haftet. Also es sieht nicht so aus, als ob dieser Stein rot gefärbt wäre, aber Serpentilio kann auf alle Fälle diese Kayan-Fäden daran noch erkennen. Hier, nehmt das, bevor ihr hier noch alles voll Blut tropft. Oh ja, danke. Dies war ein wenig mehr, als ich dachte. Ding ist etwas scharfkantig. Ich hätte euch vorwarnen sollen, vor dem Bild in Janka wurden Menschenopfer dargebracht. Ja, das ergibt Sinn. Frage mich nur. Sulamin, hier sind die Pfauen bereits schon aufgefallen, als du dich ein bisschen umgeblickt hattest. Mittlerweile kannst du wohl aber auch spüren, wie die drei Pfauenmänner jetzt um dich herum stolzieren und ihre Räder für dich schlagen. Sulamin macht etwas irritiert einen Schritt zur Seite. Es wundert mich, dass sie die Vögel hier im Palast herumlaufen lassen, aber nun gut, es ist der Pfauenpalast. Vögel? Welche Vögel? Hier, die Pfauen. Wie auch immer, die werden wohl nicht so wichtig sein. Seht euch das hier einmal an, was ist? Dieses Bild sieht nicht aus wie ein Ritualgegenstand für euch, nicht wahr? Wie eine Verehrungsstätte? Nein, für mich auch nicht. Frage zum Verständnis. Ist das ein Bildbild oder ist das auch so ein Wandrelief? Das ist in die Wand eingearbeitet, okay, aus der Wand herausgeklopft. Ja gut, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass es irgendwie ein billiger Abklatsch ist. Nun, auch dieser Raum scheint nicht entsprechend angelegt zu sein. Wir können also daraus vermutlich schließen, dass ein etwaiges Blutopfer, das einem solchen Gemälde dargebracht wurde, nicht der rituellen Verehrung einer Gottheit dient, sondern viel eher der gezielten Herbeiführung eines Effektes. Vermutlich wird es scheint im Rahmen von Paktschlüssen benutzt worden zu sein. Ich hoffe, ihr habt euch nicht etwas eingefangen. Oh, bitte, Sulamin.
Der Dämon, der mir einen Pakt aufzwingt, muss erst noch durch die Sellenmühle gewandert sein. Jedenfalls vermutlich zur Auslösung eines Effektes. Das, hat das etwas bewirkt? Nein. Allerdings könnte dies die falsche Art der Darbietung gewesen sein oder einfach nicht genug der Kraft. Ich nehme an, man könnte mit hinreichender Vorbereitung eine alternative Kraftquelle zur Verfügung stellen und den innenliegenden Effekt auslösen. Nun, sollten wir das tatsächlich wollen, sollten wir das wohl in Janka tun und nicht hier. Was ist nur mit diesen Vögeln los? Ignoriert sie doch einfach. Na, zählst du mal durch, mittlerweile ist es ein vierter V. Sie tragen nicht gerade dazu bei, dass wir unauffällig sind, aber sie sind schön anzuschauen, nicht wahr? Diese Tiere laufen hier überall im Pfauenpalast herum. Den Gerüchten zufolge soll es hier wohl über 100 Stück von ihnen geben. Ich kannte einen Pyrifling, der nach Meram kam und als seine Abschlussarbeit als seine Abschlussarbeit einen V präsentiert hatte, den er mit einem Skorpion kreuzte. Ein besorgniserregender Anblick. Nun, ich hoffe, dass wir hier nicht auf seine Geschwister stoßen. Im Vergleich dazu sind diese Tiere doch nahezu harmlos. Nun, der Pfau ist meiner Göttin durchaus wohlgefällig. Er ist kein heiliges Tier im eigentlichen Sinne. Aber nun ja, er ist ein schöner Vogel. Ich möchte betonen, dass Skorpione zutiefst missverstandene Tiere sind. Nun wirft ihm einen Blick zu und schmunzelt leicht. Nun, wenn sie fliegen könnten und nicht einen Stachel hätten, sondern einen ganzen Federköcher... Fächer voll, dann würden die vielleicht auch anders denken. Jedenfalls, sagt Vendelio, als er sich endlich von dem Bild abwendet. Ich habe schon eine Menge gesehen. Nun, der Skorpion sticht in erster Linie zu seiner Selbstverteidigung zu, nicht wahr? Oder zur Verteidigung anderer, ja. Jedenfalls, Capitania, wie ihr sicherlich wisst, ist die Elsicht nicht mein Spezialgebiet. Ich fürchte nicht, dass ich euch hier mehr sagen kann, bis wir Abelmir oder Voltax herbeigeschafft haben. Nun, ich denke auch, dass dies nicht der Ort für irgendwelche Experimente ist. Wenn, dann sollten wir sie in Janka durchführen. Lasst uns doch mal weitergehen und sehen, ob diese Pfauen uns folgen. Ja, was das angeht, es erscheint mir nicht so. Ich lehne mich ein wenig an die Seite, um nochmal durch den Durchgang zu schauen, durch den wir gekommen sind. Als wäre hier irgendeine Art von Verwirrung am Werk. Vielleicht sind die Geschichten, die man uns über das Schloss erzählt hat, einfach nur Humbug. Das ist durchaus möglich. Du kannst einen fünften V erkennen. Nun, wo würdet ihr nach dem Schleier suchen? Ich dachte, keine Ahnung, an eine Truhe irgendwo in einem finsteren Kellergewölbe. Aber vielleicht ist er auch auf dem Fest. Warum auch immer. Ich fürchte, dass ich für diese Art von Spionagetätigkeit nicht die richtige Nase habe, Capitania. Ich könnte euch nicht sagen, wo ich einen solchen verstecken würde. Die Grundfrage ist, warum sollte er hier sein? Er ist hier, weil er sich im Besitz von Donatian befand. Und wie ihr herausgefunden habt, war Donatian am Bau dieses Palastes nicht ganz unbeteiligt, oder? So heißt es ja. Gut, also wird er seit jenen Tagen hier sein. Die Frage ist, wer weiß noch davon? Unsere Vermutung war, wenn er denn noch hier ist, muss er in einem allgemein unzugänglichen Bereich der ganzen Anlage liegen, über den niemand einfach so stolpern konnte. Schließlich wäre er ansonsten doch eines Tages entführt oder zur Zeit der ironischen Besatzung als Ritualgegenstand missbraucht worden. Nun, das ist möglich. So oder so macht es also nur Sinn, wenn er ungestört in seinem Ort liegt, dass ihn bislang keiner gefunden hat und entsprechend er in einem schwer auffindbaren Ort zu finden ist. Ich frage mich, was meine beiden Geschwister hier treiben. Sie scheinen ja immer wieder zu diesen Festen von Iphemia zu gehen. Meint ihr, sie suchen? Ich wusste nicht, dass ihr Geschwister habt. Ich meinte die beiden Raja-Geweihten, die wir im Thronsaal gesehen haben. Ja,
Tanya und Asaban. Ich frage mich, ob sie ebenfalls danach suchen. Ob sie etwas wissen. Ihr könntet sie fragen. Wenn sie zu eurer Kirche gehören, werdet ihr sicherlich zumindest kein übergroßes Misstrauen erzeugen. Ich bin nicht sicher, ob ich dieses Risiko eingehen möchte. Aber sollten wir anders nicht weiterkommen, wäre es sicher ein Versuch wert. Nun, hier scheint es jedenfalls nicht weiterzugehen. Zulamin, würfel mal eine Betörenprobe. Moment. Dir fällt wohl auf, dass die Pfauen, mittlerweile siehst du aber doch noch einen weiblichen, der nicht ganz so sehr schön ist wie die anderen männlichen Tiere, haben ihre Räder geschlagen, haben dich wohl versucht selbst zu betören und mittlerweile kannst du wohl sehen, wie sie allesamt, die 5, 6 Tiere, die sich jetzt in diesem Raum aufhalten, sie sind nicht durch den offenen Eingang gekommen, da wo die, nicht von diesem Springbrunnen. Von da kommen die nicht. Zulamin sie sich irritiert um. Es werden immer mehr. Ist euch aufgefallen, dass sie aus dem Garten hereingekommen wären? Nein, oder? Sie geht mal auf den Springbrunnen zu und sieht sich um, ob es da doch irgendwo einen Ort gibt, wo die hergekommen sein könnten. Nein. Ich gebe zu, nicht auf derlei Dinge geachtet zu haben. Zulamin schiebt sich mal an einem von diesen Bildern vorbei und tastet die Wand ab. Vielleicht ein Wandbehang oder so, wo sie unten durchgeschlüpft sein könnten? Ja, dir fällt wohl auf, wenn du dich dann so ein bisschen lang enthangelst, wie die Pfauen dir folgen und dann tastest du an der Steinmauer so entlang, du siehst wohl, wie kleine Wellen über die Oberfläche der Steinmauer laufen und dann fällt es dir auf, dass da wohl ein Vorhang hing, der ja so einen Durchgang verborgen hat. Ich greife danach und ziehe den Vorhang beiseite. Ja, du kannst danach ziehen und sieht aus wie ein Schleier. Bist du nicht ganz sicher, warum dir eben nicht aufgefallen ist, wie das, dieser Schleier vor dieser Wand hing. So leichte rötliche Färbung und einige Rosenmotive, die du darauf finden kannst, hat tatsächlich perfekt vor diesen Durchgang gepasst, der jetzt einfach nur offen vor dir klafft. Ein staubiges Loch. Beziehungsweise ein weiterer Raum, der da wohl irgendwie sich auftut. Namin tritt einen Schritt beiseite und gibt den Blick für Serpentilio und Hassan frei und betrachtet dann dieses Stück Stoff, das sie in der Hand hat. Mit gerunzelter Stirn. Ja, wie gesagt, ein Schleier, so wie du ihn auch benutzen würdest beim der Schleiertänze. Hat noch eine Ornamentik, ein paar Borten oder sowas, die du daran erkennen kannst. Und ja, also man kann sich daran gut einwickeln, würdest du sagen. Warum er dir jetzt nicht aufgefallen ist, ja, keine Ahnung. Er riecht nicht nach Rosen oder sowas. Er ist einfach ein ziemlich... ja, normaler, unauffälliger Schleier. Was habt ihr denn da? Ich dachte erst, das sei ein Vorhang. Aber es ist ein Schleier. Nun, die Übergänge sind hier ja fließend. Ist denn dahinter etwas? Biege mich noch mal, wenn ich an die Seite, um durch den Durchgang zu schauen. Relevant ist? Du kannst einen Raum erkennen, wohl auch staubig belegt mit einigen Fußspuren. Hier kam wohl vor kurzer Zeit jemand durch, aber sonst sieht es nicht verdächtig aus. Was denkt ihr, Kapitänja? Ich denke, wir sollten einen Blick riskieren. Und Zulamin versucht mal diesen Schleier herunterzuziehen. Ja, du ziehst und hast ihn dann in der Hand. Seltsam. Er geht schon einmal. Ich denke nicht. Vermutlich ist es egal, ihr habt recht.
Ja. Oder mit einigen Zögern schiebe ich mich doch in den nächsten Raum und sehe mich ein wenig um. Aber wenn das wirklich nur irgendwie eine staubige Kammer ist, schaue ich kurz nach weiteren An- und Ausgängen und zucke dann mit den Schultern. Es ist tatsächlich ein Geheimraum. Also so wie du dir den okkulten Raum eines Totenbeschwörers vielleicht vorstellen würdest aus schlechten Romanen. Ein Kerzenständer umfunktioniert als Totenschädel, Kerzenstümpfe, die runtergebrannt sind, ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett mit so einem Baldachin, auch da ist ein Schleier drauf. Alles mit Staub bedeckt, aber es sind viele Spuren, als ob hier vor kurzem irgendjemand was mitgenommen hatte. Vor allem vom Schreibtisch, so ein Ebenholztisch, da liegt eine dicke Staubschicht drauf, aber auch die Möbel wurden wohl vor kurzem erst so ein bisschen beiseite gewischt und irgendwas lag da wohl drauf. Du kannst noch einen Spiegel erkennen, der da wohl auch noch irgendwo hängt. Also hier hat vor kurzem irgendjemand viele Informationen mitgenommen. Ich fluche einmal leise und fange dann an, irgendwie die Unterseiten des Schreibtisches abzuklappern, ob hier irgendwie verborgene Schubladen oder Knöpfe oder Hebel oder sonst irgendwas sind. Und komme dann rechtlich frustriert wieder zu Sulamin zurück, wenn sie bis dahin nichts getan hat. Sulamin ist ihr in den Raum gefolgt, betrachtet aber immer noch diesen Schleier in ihren Händen mit gerunzelter Stirn. Nun, was auch immer dieser Schleierstrichvorhang verborgen hat, war offensichtlich nicht sehr gut verborgen, denn irgendjemand kam uns, er zieht den Stab durch eine der Fußspuren auf den Boden, haarscharf zuvor. Ist euch in die Geschichte der sieben Schleier geläufig? Nein, ich gebe zu nicht. Ich nehme an, es handelt sich hierbei um diesen Schleier, den ihr sucht? Bei den einen von diesen sieben Schleiern? Ich bin mir nicht sicher. Ja, es scheint ganz gewöhnlich. Aber vielleicht ist das Teil seiner Eigenschaften. Es gibt viel Spekulation, wisst ihr? Die sieben Schleier waren, so sagt uns die Geschichte, ein Geschenk von Rajas Geschwistern. Welcher Geschwister, wissen wir nicht genau. Wir wissen, dass der erste Schleier, der einzige, der heute bekannt ist, ein Geschenk Borons war. Und ich persönlich war immer eine Anhängerin der These, dass auch Fex einer der Schenkenden war. Ob es nun dieser Schleier ist, ich weiß nicht, aber er hat diesen Raum vollkommen vor unseren Augen verborgen. Und dafür sind solche Verhänge da, nicht wahr?